Endlich ist es da, das lang ersehnte Samsung Galaxy S3. Wobei uns jetzt das Zubehör, das ich hier mal kurz aufgereiht habe, natürlich nur am Rande interessiert. Uns geht es ja primär um das Gerät selbst. Deswegen zoome ich jetzt auch noch mal gleich ran, damit man es auch in voller Größe und Schönheit sehen kann. Wobei das mit der Schönheit ist natürlich so eine Sache, liegt im Auge des Betrachters bekanntlich. In dem Fall geht es hier um das gewählte Material. Egal, ob man es jetzt Plastik, Kunststoff oder Polycarbonat nennt, es ist auf jeden Fall nicht das Allerwertigste, völlig klar. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Dann wäre es allerdings auch noch schwerer geworden als die 133 Gramm, die es jetzt hat. Und letztlich gibt es ja hier immerhin auch noch diesen Akzent mit diesem Metallic-Rand, den natürlich ein bisschen was auf jeden Fall schon mal aufhebt und das Ganze ein bisschen wertiger erscheinen lässt in jedem Fall. Das Wichtigste für mich aber ist eigentlich, dass ich hier eine wirklich sehr gute, solide Bauweise habe. Also da wackelt oder knarzt nichts. Ich kann das Ding auch nicht verwinden. Das sitzt bombenfest. Von daher glaube ich, muss man sich da nicht wirklich Sorgen machen. Und vor allen Dingen gehen wir jetzt auch mal ins Innere rein. Da habe ich einen austauschbaren Akku. Leider Gottes keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ich persönlich finde das immer super, dass man schnell mal notfalls nachtanken kann, wenn der Tag doch mal ein bisschen länger wurde. Andererseits habe ich hier auch 2100 mAh. Das ist richtig ordentlich. Deswegen schätze ich mal, dass das Samsung Galaxy S3 trotz des riesen Displays dann auch gut über mindestens einen Tag, vielleicht auch sogar länger kommen sollte. Hier drüben habe ich dann ansonsten noch die Micro-SIM-Card, die kleine. Hier noch einen Slot für Micro-SD-Karten. Übrigens bis 64 GB werden die unterstützt. Normal sind heutzutage ja eigentlich nur bis 32. Da komme ich also ordentlich schon über die Runden. Zumal ich ja auch intern noch 16 GB bei diesem Modell jetzt hier zur Verfügung habe. Von denen, da habe ich schon mal gespickst, etwa noch 11 GB frei sind im Werkszustand. Und dann soll es ja auch noch ein weiteres Modell geben von Samsung mit 32 GB intern. Allerdings habe ich da jetzt noch keine Informationen, wann das kommen soll und zu welchem Preis. Also beschäftigen wir uns jetzt erstmal primär mit diesem. So, jetzt habe ich es auch hoffentlich richtig ins Bild gerückt, dass jeder auch alles sehen kann. Das Wichtigste ist selbstverständlich dieser riesen Bildschirm mit satten 4,8 Zoll in der Diagonale. Das sind so 12,2 Zentimeter hier. Damit der zweitgrößte Bildschirm derzeit überhaupt. Nur noch das Galaxy Note ist größer, 5,3 Zoll, wie man weiß. Und zum Vergleich lege ich mal jetzt hier das iPhone 4S daneben. Das erscheint regelrecht winzig, wie ich finde. Ja, das war jetzt die Nachricht, dass ich neue Meldungen habe. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Das Ganze noch mal ein bisschen in die Mitte positioniert. Also, hier habe ich das iPhone mit 3,5 Zoll und hier drüben das S3 mit 4,8 Zoll. Da merkt man den ganz kleinen Unterschied von 71%, die hier das S3 größer ist. Um vielleicht noch mal andere Zahlen zu nennen, das HTC One X, auch ein Quad-Core-Gerät, ist etwa 6% kleiner vom Display her und das Galaxy Nexus liegt da so zwischen mit etwa 15% weniger. Allerdings hat man hier von der Auflösung her faktisch beim iPhone 4S eine höhere Pixeldichte, also 166 Pixel pro Quadratmillimeter. Hier errechne ich bei 720 mal 1280 Pixeln, komme ich da so auf etwa 145 Pixel pro Quadratmillimeter, also etwas weniger. Aber man kann hier auch sehr schön hoffentlich erkennen, unten bei diesem Telefon-Icon und bei der Schrift vor allen Dingen, selbst wenn ich hier die größere Auflösung auf dem iPhone habe, hier ist die Schrift einfach größer. Hoppala, das will ich jetzt nicht. Hier ist einfach die Schrift größer und deswegen kann ich es besser lesen. Da brauchen wir nicht über Pixeldichte und auch vor allen Dingen nicht über Pentile-Matrix zu diskutieren, die das S3 tatsächlich hat. Ja, das heißt, ich habe weniger Subpixel und in der Mitte dieses grüne Stäbchen, das sich dann von den beiden roten und blauen Subpixeln, die dann außen drumherum quadratisch angeordnet sind, dann abgrenzt und geteilt wird. Deswegen weniger Subpixel insgesamt. Theoretisch habe ich dann auch diese ausgefransteren Kanten. Aber man sieht ja beispielsweise auch hier schon bei dieser Weltkugel, dass man sich da wirklich keine Sorgen machen muss bei dieser insgesamt doch hohen Auflösung von 145 Pixel pro Quadratmeter und zusammen mit diesem riesen Bildschirm. Also da gibt es gar nichts zu meckern. Was man ansonsten noch wissen sollte, es handelt sich um ein Gerät mit Quad-Core-Prozessor, Exynos 4 Quad nennt sich das Ganze. Ich gehe in der Zwischenzeit vielleicht einfach mal hier ein bisschen durchs Menü wandern. Damit wäre es das zweite Gerät mit Quad-Core hier am Markt. Das erste wäre das HTC One X. Das hat ja 4x1,5 GHz. Hier haben wir 4x1,4 GHz. Meine Güte. Das Wichtigste ist ja immer, wie ist es ins System eingebunden? Wie stark ist auch die GPU, die Grafikeinheit? Da müssen wir dann anschließend im Test mal bei den Benchmarks und so weiter schauen, wie schnell das dann im direkten Vergleich ist.
Wichtig auch noch zu wissen, hier hinten habe ich eine 8-Megapixel-Kamera, die Videos in Full HD schießt, also 1920x1080 Megapixel. Und hier vorne noch eine Frontkamera, die 1,9 Megapixel Fotos schießt und auch noch etliche andere Funktionen übernimmt. So kann ich beispielsweise, diese Geschichte kann ich ja mal schnell vielleicht zeigen, hier bei den Einstellungen, das müsste dann auf der Anzeige mit drin sein. Genau, hier habe ich den ganz normalen Bildschirm-Timeout, den ich über die Zeit festlege und hier diesen intelligenten Schlafmodus. Wenn ich den aktiviere, dann kontrolliert hier vorne die Linse, ob ich noch aufs Display blicke und dementsprechend wird dann dieser zeitgesteuerte Timeout deaktiviert oder überschrieben. Und erst wenn ich dann weggucke vom Display, dann kommt wieder der ganz normale Timeout zum Tragen und dann wird das Display irgendwann ausgeschaltet und gesperrt. Das ist natürlich eine clevere Sache. Und das Zweite, was man auf jeden Fall vielleicht nochmal ansprechen sollte, wäre S-Voice. Das ist sozusagen das direkte Gegenstück zu Siri. Vielleicht machen wir auch einfach mal hier einen Test. Wie ist das Wetter in London? Das habe ich leider verpasst. Na, da war ich jetzt etwas zu langsam. Versuchen Sie es noch einmal. Gute Idee. Wie ist das Wetter in London? Es wird von heute bis diesen Mittwoch überwiegend heiß und sonnig in London, England. City Anko und die Off the City of London. Das ging ja doch schon mal recht gut. Ja. Wo liegt Sierra Leone? Gut, also Musikwiedergabe noch nicht mal. Ich wüsste jetzt auch gar keinen Interpreten, der Sierra Leone heißt. Aber gut, da lag er jetzt mit Tina Turner komplett daneben. Hier drüben hat er offenbar immerhin Sierra Leone verstanden und mir wenigstens das Wetter dann eingeblendet. Mache mir ein... Jetzt war ich zu langsam, kleine Sekunde. Ja. Was du gesagt hast. Leider kenne ich die Antwort nicht. Wollen Sie im Internet suchen? Zeige mir die Karte von Berlin. Das Wetter wird von heute bis diesen Mittwoch in Freetown, Sierra Leone, schlechter. Na, ich glaube, das war jetzt mein Eingabefehler. Hier drüben, Standort wird abgerufen. Berlin, jawohl. Also zumindest gut erkannt. Jetzt gebe ich Siri nochmal eine Chance. Zeige mir die Karte von Berlin. Okay, gut. Obwohl, ich habe hier Internetverbindung und alles und Google ist auch installiert. Dann gehen wir nochmal zur Ausgangsbasis zurück. Okay. Notiz: Blumen kaufen. Hier ist die Notiz. Neue Notiz: Blumen kaufen, sagen Sie Notiz speichern. Abbrechen. Gespeichert in das Memo. Das klappt doch schon mal ganz gut. Termin für morgen 10 Uhr. Brötchen kaufen. Soll ich den folgenden Termin in Ihrem Kalender speichern? Du hast für morgen um 10 Uhr nichts im Kalender. Soll ich einen Eintrag erstellen? Nein. In Ordnung. Kein Problem. Max, ich werde nichts in deinen Kalender eintragen. Wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Ich bin leider nicht sicher, was du gesagt hast. Suche im Internet Staaten. Wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten? Also, hier hat das S3 offenbar Staaten Amerika verstanden. Der Vereinigten Staaten suchen. Ja, okay, hier wird die Internetsuche gestartet. Jetzt ein bisschen durch Eingabefehler meinerseits vielleicht auch gefördert. Das lassen wir an dieser Stelle jetzt mal sein. Also man sieht auf jeden Fall, das können wir jetzt mal ausprobieren. Oh, der muss jetzt noch sein. Rufe Max Muster an. Max Muster wird angerufen. Kein Eintrag für Apostroph Maximus Apostroph. Wen wollen Sie anrufen?
Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich Max Muster tatsächlich eingetragen habe vorher im Kalender, um diesen Test dann durchführen zu können. Also da ist Siri deutlich im Vorteil, muss ich sagen. Vor allen Dingen habe ich den Eindruck, dass zumindest die deutsche Spracherkennung vom Galaxy S3 noch alles andere als perfekt ist. Also ein bisschen was versteht, sie sind nicht komplett auf den Kopf gefallen sozusagen, aber da ist Siri doch deutlich fortschrittlicher. Liegt natürlich auch oftmals daran, dass andere Datenbankanbindungen beispielsweise in den USA stattfinden, dass da Wolfram Alpha etwa oder sowas noch mit eingebunden sind, dadurch die Qualität der Antworten dann oftmals besser ist. Aber trotzdem, wir sind hier in Deutschland, wir bezahlen hier in Deutschland einen stolzen Preis von 699 € für das S3. Da kann ich dann eigentlich auch erwarten, dass dann solche Geschichten dann auch funktionieren. Gut, also an der Stelle hat das iPhone gewonnen. An allen anderen muss ich sagen, was die Ausstattung betrifft, ist nun tatsächlich das S3, würde ich sagen, State of the Art derzeit. Ich habe natürlich GPS, ich habe NFC, insbesondere diesen netten Trick mit NFC. Wenn ich da ein anderes Handy, jetzt nicht gerade das iPhone, weil es kein NFC hat, aber das ist das Einzige, was mir zur Verfügung steht jetzt, da in die Nähe halte, dann verbinden sich die Geräte mit NFC. Dann kann ich beispielsweise eine Visitenkarte austauschen, das kennt man ja noch, aber da hat jetzt Samsung entwickelt, das nennt sich S-Beam und zwar wird dann nach dem NFC-Kontakt auf Wi-Fi direkt umgeschaltet und dann können da auch schnell größere Datenmengen ausgetauscht werden. Beispielsweise Fotos, Videos, Musikdateien, pardon, also auch größere Multimedia-Dateien. Das geht dann über Wi-Fi direkt auch sehr schnell. Das ist wirklich eine clevere Idee, wie ich finde. Allerdings ist da natürlich jetzt die Nutzerbasis noch nicht allzu groß, weil die Geräte auf beiden Seiten das unterstützen müssen. Aber das wird mit dem S3 jetzt wahrscheinlich schlagartig anders werden. Ansonsten Android 4.0 ist vorinstalliert, wie man hier auch beispielsweise schon sieht, allein an dieser Aufteilung, dass ich hier die Widgets habe und hier die ganz normalen Apps im Menü. Das Scrollen geht selbstverständlich super fix und geschmeidig. Das ist aber auch, glaube ich, keine Frage beim Quad-Core-Prozessor. Jetzt würde ich mal sagen, müssen wir erstmal checken, wie schnell der wirklich ist. Dafür verweise ich dann auf den entsprechenden Test, der in einigen Tagen auf focus.de veröffentlicht wird. Und dann bin ich schon sehr gespannt, ob wir vielleicht eine neue Nummer 1 haben.